Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus, zack, ist der Hintergrund geändert. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit einem Greenscreen sowie der Software iMovie deinen Videohintergrund entfernen bzw. ändern oder anpassen kannst. Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus, zack, ist der Hintergrund geändert. Ja, und wie das ganz einfach funktionieren kann, zeige ich dir jetzt. Ja, was gilt zu beachten? Du brauchst auf jeden Fall halt gute Lichtverhältnisse. Dann den Abstand solltest du zum grünen Hintergrund auf jeden Fall beachten, sonst wirft es Schatten. Und natürlich auch der Hintergrund selbst, der sollte natürlich glatt sein, also möglichst keine Beulen, Dellen, Kanten etc. Ja, und falls du das Ganze outdoor planst, wie ich jetzt in diesem Fall, dann solltest du darauf achten, dass möglichst ein wolkiger Tag ist, also statt Sonne. Ja, dann möchte ich dir nun anhand von iMovie zeigen, wie simpel das Ganze funktioniert. Los geht's! So, komme ich nun zum praktischen Teil, also dem Part mit iMovie. Du musst also als nächsten Schritt deine erstellte Videodatei in iMovie importieren. Ich habe mir jetzt hier gerade noch anzeigen lassen, dass du auch siehst, mit welcher aktuellen iMovie-Version ich dieses Video erstellt habe. Also iMovie-Version 10.1.10. Das nur als Randinformation. Ich werde also jetzt ebenfalls noch meine Videodatei in iMovie importieren. So, wie du sehen kannst, meine Datei ist in iMovie integriert. Und als nächstes gilt es, den Hintergrund von grün, wie schön hier zu sehen auch, ja, den möchten wir ja nun ändern, entfernen, anpassen, wie auch immer. Und iMovie hat hier speziell Hintergründe, die man nutzen kann. Bereits am Anfang hatte ich ja gezeigt, dass ich dieses Element mit dem Vorhang integriert habe. Und jetzt nehme ich als Beispiel mal diesen Verlauf, möchte ich jetzt mal nehmen. Das heißt, den füge ich jetzt noch mit hier ein, zum Beispiel hier mit hin. Hier werde ich jetzt auch einfach mal den Clip teilen, dass du das vor allen Dingen besser sehen kannst. Und jetzt switchen wir sozusagen einfach nur dieses Element hier runter und dieses machen wir hier hoch. Den Hintergrund kann ich ja weiterziehen, wie ich möchte. Also solange wie diese Spur lang ist, so lang kann ich entsprechend auch den Hintergrund ziehen. Und jetzt gibt es hier den kleinen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel den Hintergrund anklicke, ist hier jetzt noch kein Symbol zu sehen. Sobald ich das jetzt mache, zack, ist dieses Element jetzt verfügbar. Sozusagen nennt sich diese Kategorie Einstellung für Videoüberlagerung. Und genau das ist der springende Punkt, den wir jetzt auch brauchen. Das heißt, den tippen wir hier an oder klicken den an und wählen statt Zwischenschnitt Green bzw. Blue Screen. Das einfach anwenden und jetzt kann man schon sehr gut sehen, wie sich der Hintergrund ja angepasst hat. Ich habe also das Grüne entfernen können und habe sozusagen meinen Verlauf, also diesen Hintergrund namens Verlauf hinzugefügt und der ist jetzt so sichtbar. Wenn das Ganze nicht so gut klappen sollte, gibt es ebenfalls noch die Möglichkeit, dass man das per Weichheit korrigieren bzw. optimieren kann. Also ich kann jetzt hier man kann es hier gut erkennen, dass hier noch so ein bisschen so ein Rauschen verfügbar ist. Also es ist noch nicht so perfekt. Und das kann in deinem Beispiel dann ebenfalls sein. Das heißt, du kannst mit diesem Regler noch ein bisschen tricksen, sodass es wirklich rund wird. Ja? Also zack, man kann es ja echt gut erkennen. Ich nehme das mal komplett runter und nehme es komplett hoch und siehe da, das ist dann wirklich perfekt. Sollten einzelne Elemente ebenfalls noch nicht so gut angepasst sein, gibt es ebenfalls noch diesen Radiergummi, sage ich jetzt mal, den man ebenfalls verwenden kann, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Stellen noch nicht so gut sind. Also du hast jetzt gerade gesehen, ich mache nochmal zurück als Vergleich. Hier sieht man jetzt, es ist immer noch nicht perfekt. Das heißt, ich wähle die Stellen einfach mit diesem Element hier aus und siehe da, führe es jetzt nochmal durch. Jetzt ist es perfekt. Und genau das wollen wir auch haben. Ja, also mit diesen zwei Elementen kannst du den Hintergrund dann nochmal genauso anpassen, dass es wirklich eine ganz runde Sache wird.
Und das ist der ganze Trick dabei. Wie du siehst, ist es wirklich eine ganz, ganz simple Sache, die sich in wenigen Sekunden umsetzen lässt. Ja, wenn ich das jetzt also abspielen lasse, ich habe jetzt mal den Ton extra entfernt, dann zack, ist der Hintergrund entfernt bzw. geändert, so wie ich mir das Ganze wünsche. Und sobald du damit zufrieden bist, kannst du dementsprechend deine Videodatei entsprechend abspeichern und dein Ergebnis präsentieren. Ja, du weißt nun, wie du den Greenscreen anwenden kannst, um deinen Videohintergrund ganz einfach ändern zu können, mit iMovie in diesem Fall. Es gibt natürlich viele andere Software, aber ich habe es dir jetzt anhand von iMovie gezeigt. Und es gibt ja auch hier eigentlich eine ganz gute Auswahl an Hintergründen, die man verwenden kann. Ja, dann komme ich auch schon zum Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dafür deinen Daumen hoch bzw. gefällt mir klickst. Solltest du noch weitere Fragen diesbezüglich haben, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar. Falls du den Gottlike News YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt tun. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich sage erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut.